So Leute, wir sind wieder da bei Let's Play Red Alert 3. Heute mal wieder zu dritt. Die Nadine ist auch wieder im Hintergrund mit dabei. Hat gemeint, sie will sich irgendwann wieder verabschieden. Keine Ahnung. Wir schauen uns dann schon. Okay, wir wollen hier gleich weitermachen. Wir haben noch zwei Missionen bei den Sowjets übrig. Und die machen wir jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Videotime. Kommandant! Zunächst möchte ich Ihnen gratulieren zu diesem großen und bedeutungsvollen Sieg. Das Reich der aufgehenden Sonne gehört nun zur glücklichen Familie unserer glorreichen sozialistischen Republiken. Trotz ihrer kulturellen Zurückgebliebenheit und ihres Aberglaubens ist deren Technologie erstaunlich fortschrittlich. Dr. Selinski hat sich in ein paar ihrer Geheimnisse vertieft und er hat mit Sicherheit hochbrisante Erkenntnisse erlangt. Dr. Selinski? Dr. Selinski! Wo ist er denn hin? Lassen wir das, wir haben noch viel zu tun. Es ist Zeit, mein Kommandant, dass wir den Alliierten den Todesstoß versetzen. Sie treffen sich mit dem alliierten Oberbefehlshaber auf der Osterinsel und unterzeichnen einen Vertrag, der beinhaltet, dass alle militärischen Konflikte beendet werden. Ich habe Sie davon überzeugt, dass unser Volk, unsere ganze Nation einfach kriegsmüde ist und nur noch eins möchte, nämlich Frieden. Wir werden diesen Vertrag unterzeichnen, wir begegnen uns als Brüder und dann werden wir sie zertreten. Ja, General, das ist eine Falle. Und Sie, mein Freund, sind mein Köder. Wir haben die Alliierten soweit, sie fliehen und jetzt ist Ihr General zu Friedensverhandlungen bereit. Sie haben Schwäche gezeigt, das muss ausgenutzt werden. Fliegen Sie zu einem Treffen auf die Osterinsel und überzeugen Sie sie von unserer Ehrlichkeit. Und wenn Sie die Waffen senken und auf Ihren Sieg anstoßen, schlagen wir unbarmherzig zu. Ist zwar nicht gerade die feine Englische, was wir da vorhaben, aber egal. Ich habe den Schauspieler von den Genossen, Genosse Premier letztens wieder in Kevin allein in New York gefeiert. Ja, ist schon toll, die Schauspielerbesetzung hier. Ja. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Willkommen auf der Osterinsel. Die Alliierten kommen, Kommandant. Lassen Sie die Falle zuschnappen. Erstmal wieder ans sowjetische Bausystem gewöhnen. Das ist immer so eine Sache, wenn ich die ganze Zeit nur Alliierte spiele. Die Sowjets bauen ja ein bisschen anders als die Alliierten. Kleines bisschen. Brauchen wir sehr viel Verteidigung? Anfangs nicht ganz so viel. Also hier würde ich eher erstmal ein bisschen Armee bauen. Und schau, dass jeder von uns eine die Bohrinsel da oben besetzt. Also jeder einer davon. Solange da oben noch nichts los ist, würde ich mal sagen, sind die gefundenes Fressen für die Bau Ingenieure. abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Jetzt Bau wird abgeschlossen. Gesammelt. Wird gebaut. Jetzt wird gesammelt. Wird gebaut. Oh, ich glaube, ich kriege einen Stromausfall, wenn ich da so weitermache. Wobei, kann ich dir den Wir Kauf wissen nehmen noch gerade? nichts über die feindliche Flotte. Lassen Sie die Alliierte nicht aus den Augen. Der Botschafter kommt Ich gebe mir jetzt mal keinen Schlagen Sie also auf Stromausfall. dem Wasser oder der Luft zu. Bis der Superreaktor da fertig ist. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Okay. Ausbildung. So, ich brauche. Wird gebaut. Das Ding hier. Wird gebaut. Brauchen Sie einen Ingenieur? Das könnte nützlich sein. Ja, der Baukran ist einfach göttlich. Oh ja. Sowas, wenn die Alliierten auch hätten. Die bräuchten das eigentlich am dringendsten.
Du machst wieder Marine. Neue Bauoptionen. Ja. Gut, dann komme ich wieder aus der Luft. Bau abgeschlossen. Noch 3 Minuten. Wird gebaut. Bohrturm erobert. Gut, ja. Jeder von uns hat einen Bohrturm, das passt. Dann wird gebaut. Das Ding brauchen wir noch. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Sonst bin ich. Danach bin ich Fulltech. Ich baue schon mal Luftabwehr. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Unterbrochen. Ich glaube, da ist der Unterschied zum normalen, dass man hier echt nur 5 Minuten Zeit hat. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt auch nicht auswendig, wie viel man hier in Mittelzeit hat, aber ich glaube, da waren es ein bisschen mehr. Unzureichende Mittel. So, jetzt haben so schnell eine Basis aus dem Boden gestampft. Heben Sie eine Armee aus. Bei den Alliierten dauert das immer so ewig. Vor allem, bis die ihre Freigaben durch haben. Inspektion abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Jetzt mal ein paar Akula-U-Boote. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. So. Neue Bauoptionen. Ich bin Fulltech. Nur Seehafen habe ich jetzt gerade nicht, weil. Bin kein Marinefreund. Unzureichende Mittel. Wir warten. Noch 1 Minute. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Ups. Was ups? Ich hab die Fähigkeit der U-Boote genutzt. Oh, scheiße. Ja, das hätte ins Auge gehen können, wenn du die Alliierten angreifst, bevor der Botschafter da ist, ist verloren. Abgeschlossen. Sind an Alarmbereitschaft. Unzureichende Wo Mittel. Sind diese Würmer? Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Noch 10 Sekunden. Unzureichende Mittel. Wir lassen uns bestätigen, dass er tatsächlich an Bord ist, bevor wir den Angriffsbefehl erteilen. Warten Sie bitte. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Nähern uns Ziel. Fliegen wir los. Turmblade-Inspektion abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Kampffreigabe erteilt. Guten Tag, mein Freund. Eskortieren Sie uns zu unserem Treffen mit dem Premierminister? Super. Ich fürchte nein, mein Freund. Genossen, greift Sie an! Was zum... Sie haben uns reingelegt! Feuer frei! Angriffsbefehl erteilt. Greifen Sie jetzt an. Schalten Sie den Botschafter und seine Truppen aus. Ziel wählen. Okay, da bin ich erstmal mit dem supermagnetischen Satelliten durch die halbe Flotte durchgesegelt. Was haben wir denn da? Feuer aus allen Rohren. Vernichtet sie. Den da. Nähern uns Ziel. Irgendwas gesehen? Ja, sehen wir da drüben. Kommst du mit der Flotte da hinten klar? Oder ich helfe dir einfach mal mit meinen Twin Blades. Feuert aus allen Rohren. Unzureichende Mittel. Du hast die Luftabwehr schon weggemacht, das passt. Einsatzziel erreicht. Wo sind diese Würmer? Nähern uns Ziel. Wird gebaut. Twinblade. Schlachtfeld erweitert. MiG bereit für Erkundungsflug. So,
Ich bin gerade am überlegen, sollen wir vielleicht den Bauhof am Leben lassen, dass ich den irgendwie übernehmen soll? Wir kamen zu diesem Treffen mit geladenen und entsicherten Waffen. Bitte? Ich bin gerade am überlegen, ob ich den Bauhof von denen klauen soll. Versuch. Von wo kommen die alle? Weißt du das? Ja, sehen wir da drüben. Nur von da drüben, von der Insel da. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Dann los. Fliegen wir los. Die Befehle sind klar. Wo sind diese Würmer? Kommst du mal her? Ich muss hier gerade ein paar Infanterieeinheiten wegmachen. Die zerlegen mir sonst die Basis. Ja, weißt du, was die bei mir gerade machen? Ja, ich bin mit meinen gerade fertig. Wo sind diese Würmer? Irgendwas gesehen? Eine Einheit wird angegriffen. Ich frag mich, brauchen wir Verteidigung? Neun Wochen. Fliegen wir los, nähern uns Ziel. Ja gut, wir hätten vielleicht ein bisschen was gebraucht. Es ist ein bisschen her, dass ich die Mission das letzte Mal auf schwer gespielt habe. Also die kommen nur von der Insel, also nicht vom Recht. Irgendwas gesehen? Ich verlasse mich jetzt drauf. Feind gesichtet. Und wo sollen sie denn sonst kommen? Elender Abschau. Nähern uns. Weiß nicht, Verstärkungen vielleicht. Irgendwas gesehen? Da. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, sehen wir da drüben nach. Reibt sie auf. Feuert aus allen Rohren. Irgendwas gesehen? Wird gebaut. Migjäger! Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wer will Ärger mit mir? Wir sind der Wille der Sowjetunion. Schnell, Pilot. Bau abgeschlossen. Ah, ja. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Die Befehle sind klar. Wo ist der Feind? Wo ist unser erstes Ziel? Endlich. Eine Einheit wird angegriffen. Repariert. Repariert. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ha, da sind sie. Schnell, Pilot. Ah, ja. Statuieren wir ein Exempel. Mayday, Mayday! Feind gesichtet. Bau abgeschlossen. Also eine Seearmee kann er schon mal nicht mehr aufbauen. Wird gebaut. Unterbrochen. Wird gebaut. Supermagnetischer Satellit bereit. Was darf es sein? Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Ja, sehen wir da bereit für Erkundungsflug. Der Himmel gehört uns. Roter Himmel. Minimalflug. Ich habe mal meinen Mixer hingestellt, damit er mit seinen Windicatern dann nicht mehr so leicht durchkommt. Bau abgeschlossen. Jetzt wird gesammelt. Ich hab mir meinen Bauhof geschnappt, um das nach unten zu transportieren. Wird gebaut. Habe ich jemanden übersehen? Oh. Was hast du? Hören Sie einen Ingenieur? Mein Bauhof habe ich zur Erweiterung der Basis zu machen. Okay. Ja. Ich bin hier. Ja? Bin unterwegs. Ich habe ganze 1200 Gold gestellt. Ich bin dabei hier. 1200 Rubel gespart. Yay, ich bin so gespart. Spaß gemacht, was? Ah, verdammt, ich kann keinen Baukran hier hinbauen. Ja, du holst ja auch die Bohrinsel da hinten, okay. Ja, klar. Ich hab das mal gedacht, ich benutze mal den Bullfrog. Moment, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Orbitalabwurf hier schon. Orbitalschauer bereit. So. Wie geht's? Kein Problem.
Ich glaube, die Panzerfabrik wird auch gleich kaputt. Mach mal das Ding kaputt damit ein. Ah, verdammt, der hat schon geschrumpft. Lang hält die Schrumpfung? Die hält ein bisschen. Was? Wohin soll's gehen? Unzureichende Mittel. Ich brauch doch gar nicht mehr so viele U-Boote. Ja, U-Boote kannst einstellen, die Produktion. Das, was du da hast, reicht vollkommen. Kannst du da mal einen Sputnik hinstellen? Wo? Da an meinen U-Booten. Wozu brauchst du da einen Sputnik? Weil ich da einen Kran hinstellen möchte. Eine Einheit wird angegriffen. Okay. Einheit verloren. Ich will die vorderste Front mit Kran sichern. Wird gebaut. Alles klar, Sputnik ist im Bau. Kirov meldet sich zum Dienst. Wer ist noch übrig? Ich hätte einen kleinen Kirov-Teppich. Soll ich ihn schon drüber schicken? Feindliche Einheiten. Ich unterstütze dich mit meinen Schiffen so gut ich kann. Okay. Kirov-Teppich ist unterwegs. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sind in Alarmbereitschaft. Da. Achtung, Flugzeug. Der gehört mir. Suche nach Zielen. Verstanden, Hauptquartier. Ich mach das Ding kaputt, das macht Luftabwehrding. Hallo? Ich glaube, den Sputnik brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Haben Sie ein Ziel für mich? Der Himmel gehört uns. Ja. Die haben ein Schild gestorben! Hilfe! Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. So schnell kann ich die Cryocopter leider nicht abschießen. Die Dinger sind ein bisschen zu stabil. Und man traut den Teilen gar nicht zu, aber die Cryocopter halten einiges aus. Ich habe etwas für den Feind. Habe ich jetzt gerade mal einen. Das wird doch noch nicht alles gewesen sein. Von den Alliierten schon. Wo ist meine Eskorte? Okay. Die Mission geht aber gleich noch ein bisschen weiter. Und wo kommen die dann? Ich schicke mal meine U-Boote schon ein. Der Rest ist an Land leider. Ah, okay. Geht dann Richtung Norden weiter. Na gut, dann baue ich schon mal fast Panzerfacility. Okay, die Alliierten ziehen sich zurück. Wohin geht die Reise? Haben Sie ein Ziel für mich?